So, einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Mittwoch, der 5. April 2023. Mein Name ist Carlos Martins. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor und wir haben zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit mit geringem Risiko, one of the big number. 15.607 zu 15.592, die können wir aktivieren. Dadurch, dass wir aber aktuell ein MTX-Trade, das ist eine 5-Minuten-Strategie mit dem fünffachen Risiko, hier handeln. Das heißt, wir versuchen hier auch bei 15.607 Long und 15.592 Short zu gehen. Das ist, ja, es ist ein Big Number Trade mit MTX. Wir haben den Daily Pivot, der für uns ja so ein Störfaktor ist, bei 15.645. Hier können wir sagen, heute Vormittag zumindest, die ersten, dass wir uns unterhalb dieses Daily Pivots befinden. Das heißt, eher die Verkäufer am Zuge sind. Das ist jetzt ganz plakativ. Ja, unterhalb des Mittelkurs von gestern eher Short, oberhalb eher Long. Wo sind denn dann die Unterstützungszonen? Bei unserem Trade hier wären dann ja auch die 50er-Marke wieder für uns relevant. Also entweder geht der Markt wirklich dahin. Das heißt, von hier aus jetzt müsste aktiviert werden um die 15 Punkte. Ja, und da unten heraus würden wir dann in Richtung 50 steuern. Das wäre dann auch hier das Ziel, wenn wir ein Big Number Trade machen. Dadurch, dass wir diesen Trade aber hier mit fünffachem Risiko arbeiten, gehen wir auf das ganz normale Gewinnziel. Das heißt, wir brauchen 15 Punkte, dass der Kurs sich von hier oben ja mehr oder weniger entfernt. Das ist die Idee. Und das machen wir seit Jahren so. Und heute haben wir, wie gesagt, Big Number und MTX. Deswegen nutzen wir jetzt nicht gleichzeitig nochmal eine Big Number, dann würden wir wirklich hier Klumpenrisiko haben. Jetzt schauen wir uns mal die Vola-Box an. Vola-Box 15.670 ist oben oder 15.700 darüber oder 15.542. Also 15.670, das wäre oberhalb des Daily Pivots. Ja, kommt die Vola-Box rein. Also insofern ist der Fokus heute Morgen auf diesen linken Chart. Ich wünsche ein gutes Gelingen, viel Disziplin. Und wir sind long im MTX Trade. Die blaue Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Erster Trade. Wir sind long 8:48 Uhr. So, wir stehen kurz vorm Landeanflug, meine Damen und Herren. Bitte setzen Sie sich wieder hin. Und wir haben hier kurz unsere blaue Linie. Die zeichnet unser Gewinnziel an. 20. Ja, jetzt brauchen wir noch einen kleinen Schub. 4 Minuten noch bis zur Markteröffnung. Da kann es ein wenig turbulenter werden. Der Markt kann auch dann eine 180-Grad-Drehung einlenken. Wir sehen heute Morgen schon hier unten bei den Signalpfeilen. So, 58. So, Countdown läuft. Die blaue Linie zeigt unser Gewinnziel an. Dann schauen wir mal. 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Ja, ist schon erwartet, 9 Uhr.
jetzt ein wenig stürmisch. Blaue Linie zeichnet unser Gewinnziel an, falls der Markt doch sich für die andere Richtung entscheiden sollte. Gehen wir bei 92 Short. Wir blicken mal auf die Vola-Boxen. Und wie erwartet haben wir dort oben eine und unten eine. Wenn wir die erreichen oder die da oben, das sind 50 Punkte mit größerem Risiko. Aber jetzt zappeln wir mal nach oben. Gucken wir mal, ob wir es schaffen. 15, 6, 15. Das Gewinnziel liegt bei 24. Also gucken wir mal. 18, 19. Es ist 9:02 Uhr und fünf, sechs, 17 gehandelt. Und wir sehen gestern Abend hier oben nochmal bei dem Niveau. Wie gesagt, wenn wir müssen die 20er Marke überwinden. Und der Muskel wird jetzt hier auch geübt, der Muskel der Disziplin. Ja. Und der eine oder andere ist jetzt schon ausgestiegen. So, 9:05 Uhr. So wie es aussieht, haben wir noch keine Landeerlaubnis vom Flughafen hier bekommen. Uhr. Rote Sonne, eine erste rote Heikinashi-Kerze. Und die erste 5-Minuten-Kerze ist ja ausgeprägt. Die zweite kommt jetzt. So. Wir versuchen nochmal mit dem Landeanflug. 19 jetzt gehandelt. Es ist 9:07 Uhr. Und sieht gut aus, dass der Terminal uns Landeanflug gewährt, dass wir einen Parkplatz kriegen. Ein Punkt fehlt noch. Jetzt wird es ein bisschen Gedrängel geben. Viele Clubmitglieder gehen jetzt raus. Also ein Punkt fehlt noch. Jetzt werden sich in Frankfurt viele fragen, wieso ist auf diesem Level so viele Verkäufer vom Club? Was gibt es da Besonderes? Guten Morgen, André. Also, ein Punkt fehlt noch. So, ein Punkt hat gefehlt. Ich bin nicht rausgekommen und ich gratuliere alle Clubmitglieder für diesen Trade. Ein Punkt hat bei mir gefehlt und wir sehen jetzt eine neue Kerze. Die sieht eher wie wenig short aus.
So, 9.13 Uhr, der Markt hat nochmal einmal unter die Bettdecke geschaut, sind nochmal unter die Big Number, wurden nicht ausgeführt. Ein Punkt hat gefehlt bis zum Gewinnziel. Es ist 9.13 Uhr für unser Video-Logbuch. Dann schauen wir mal, ob die nächste Kaufwelle uns dann rausspült hier aus dem Trade oder der Markt sich für eine andere Richtung entscheidet. Und wir gehen nochmal nach oben. 21 gehandelt. Es scheint noch, sind nicht alle Kluppen, die da draußen, ich meiner Person inklusive. Die blaue Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Und jetzt noch ein Move nach oben. Und wir sind raus. Das war der Eröffnungstrade, einmal zu sehen. Hier nochmal mit unserem Order History Indicator, auch für unser Trading Lochbuch. Wir sehen es, dort sind wir ausgestiegen. Das war der Eröffnungstrade. Wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter. Wünsche allen noch gutes Gelingen. Bis morgen.